Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei der Freien Presse. Wir sind hier oben im Bereich Moorbach, obere Hunsrückkreis. Wir suchen eigentlich die für heute Abend angesagten Bauernfeuer. Wir haben leider noch nichts gefunden, aber was wir gefunden haben, ist eine wunderbare und schöne gefrostete Natur, die sich hier vor unseren Augen wirklich breit macht. Also sowas Schönes haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Was ihr da seht, ist meine liebe Kollegin. Und ja, hier haben wir einen Blick im Endeffekt ja, über den Hunsrück. Wir machen uns mal hier in der Rundumdrehung breit. So, hier ist also Mitfahrerparkplatz. Und wie ihr seht, ja, weder ein Trecker noch ein Lagerfeuer noch irgendwelche Bauern, die wir befragen können. Aber gut, vielleicht haben wir das Glück und finden doch tatsächlich irgendwo auf der Strecke ja noch Bauern, die demonstrieren, ne? Weil es war ja angekündigt, aber wir sind zu der Zeit losgefahren, wo das sein sollte, aber wie ihr selber seht, wir finden nichts. Hier haben wir die ersten Bauern. Hier blinkt's. Da werden wir jetzt mal beifahren, weil die machen jetzt ihr Feuer. Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei der Freien Presse. Wir sind heute oben im Hunsrück unterwegs, in der Richtung oder etwas über Moorbach. Hier haben die Bauern Mahnfeuer angekündigt und wir haben uns jetzt mal auf den Weg gemacht, um ein bisschen was zu schauen. Ich hoffe, ihr habt gute Bilder und viel Vergnügen bei den Bildern. Ja,
Auto da nicht mehr.
Ja, ihr Lieben, das Scheinwerferlicht blendet, aber egal. Wir verabschieden uns dann von hier oberhalb von Moorbach. Hoffen, dass ihr wenigstens ein paar Eindrücke hier von dem Mahnfeuer bekommen habt. Und ja, verbleiben bis zum nächsten Mal. Ne? Eure Freie Presse Rheinland-Pfalz. Tschüss, bis zum nächsten Mal.